Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind soweit. Es ist soweit. Nuka World erstrahlt in neuem Licht, in altem Licht, besser gesagt. Und ihr seht schon, wie versprochen, bin ich ohne Powerrüstung unterwegs, denn da drinnen wartet unser Schatzilein, unsere geliebte Powerrüstung. Doch dafür fehlt uns noch ein einziger Starkern. Und den gehen wir uns jetzt holen. Sprint, 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 Sprint. Also, Sprint, Sprint, Sprint. Hier rein, zack. Und gehen wir runter. Na, nicht so runter. Rauf. Wir müssen. Ruf. Genau. Rauf, rauf. Rauf, 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 la, la, la. Ja, es geht hier schön weit nach oben. Ding. Sind wir schon da? Hier geht's raus. Entschuldigung. Oh, was ist denn das? Nuka Cola Victory. Das schaut wieder sehr gesund aus. Sehr gesund. Ja. Boah, die Aussicht, ne? Hui, ist das schön hier. Mei, ist das schön. Da ist es ja am schönsten. Warte, hier ist die ganze Scheibe kaputt. Das ist toll. Mei, schaut das toll aus. Hihi, die Rakete, schau mal. Cool. Na, das schaut schon toll aus, bitte. Das schaut wirklich toll aus. Aber ja, wir sind jetzt einem ganz speziellen Grund hier, nicht wahr? Und zwar für den letzten Starkern. Nanu? Der hier ist. Jaja, der ist eben hier und somit können wir uns hier schon wieder vertschüssen. Nichts mehr runter. So. Diesmal stimmt's mit runter. So. La, 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 la. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Bing. Luca, Museum. Jawohl. Und nichts wie darunter. Alle hopp. Tschack. Und den letzten Starkern eingesetzt. Nehme ich hier hin. Tschack. Yeah, supi. Und wir machen auch sofortigst bei uns beim Hauptcomputer da vorne. So. Auf der Stelle den Schaukasten auf. Bla 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 bla. Protokoll Schaukastenzugriff. Bitteschön. Schaukasten öffnen. Yeah. Das brauchen wir nicht mehr. Zack, aus. Ah, schau mal, schau, 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 da ist sie. Da ist sie, unsere Powerrüstung. Mei, ist das nicht ein Schmuckstück? Warte, ich muss Licht machen. Ist das nicht ein Schmuckstück? Ein Schmuckstück von einer Rüstung. Wenn einem da das Herz nicht aufgeht. Meine Lieben, wir haben die stärkste Powerrüstung bekommen. Mal schauen, wie sie uns passt. Ja, wie angegossen, ne? Klar, man sieht wieder ein bisschen was von unserer Roboterrüstung, aber schau mal. Mit Licht. Mal raus scrollen. Ah, ist die toll. Schau mal, die gibt schon was her. Die ist was Fesches. Ah, da freue ich mich, da freue ich mich. Die alte Powerrüstung, die wir vorhin hatten, die habe ich in Sanctuary Hills abgestellt. Die ist bei Rosie drin, damit sie sich nicht so einsam fühlt. Und ja, wir haben jetzt ja eine OP-Rüstung. Schauen wir uns sie doch gleich mal an. Du musst gleich mal anschauen. Schauen, glubsch, glubsch. Was kann die denn so Tolles? Klar, die hat jetzt keine Taschen, ne? Ihr seht schon, wir können schon mal mindestens um 100 Sachen weniger. Aber schau mal, die hat schon 300. Da allein schon 300. Ich bin gespannt, ob wir da noch was aufrüsten können. Jo. Mhm. Die gibt was her, glaube ich. Super. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch zu Gage. Wir müssen ihm jetzt ja Bericht erstatten, dass wir da jetzt fix und fertig sind. Nicht nur mit den Nerven, sondern auch mit dem Strom zurückbringen und so weiter. Na schön. Also wirklich, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Es ist halt die Frage, ob wir das gute Stück dann noch aufbessern können. Das werden wir dann bald sehen, denn ich möchte ja noch im heutigen Part nach Sanctuary Hills zurückreisen, dort den Marktplatz fertig machen und wie gesagt die Powerrüstung
untersuchen. Naja, untersuchen ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Aufmotzen, wenn es geht. So, wir müssen hier rein. Jetzt haben wir wieder ein paar Ladebalken leider. Und Anführungszeichen Balken. La, 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 la. In dem Fall ist es ja ein Kreis. Mehrere Kreise. La, 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 la. Sauber. Aufzug. Wir brauchen den Aufzug. Hier. Und da. Das sperren wir gleich mal aus, wie es sich gehört. Böse. Gell? So schaut's aus. Jetzt müssen wir dir noch ein anderes Blau geben. Dann würde mir ein Partnerlook gehen, ey. So. La, 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 la. Tararam, bam, bararam, bam, 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 bam. Servus, Gage. Nuka-Work. Hell erleuchtet. Gell? Sieht verdammt gut aus. Sag ich auch. Was haben wir denn da? Naja. Wirst du sentimental? Sarkastisch. Auf jeden Fall. Das ist nur ein Park. Na, na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hab schon lange keinen solchen Ort mehr gesehen. Es ist nicht nur die Beleuchtung, Boss. Jetzt, wo Nisha und ein großer Teil der Jünger erledigt sind, gibt es kaum noch was, das uns aufhalten kann. Wir haben das Commonwealth gehörig umgekrempelt. Jeder von hier bis Diamond City hat von uns gehört. Und obwohl die Sache mit dem Kraftwerk passiert ist, stehen unsere Banden stärker denn je da. Es war ein großes Risiko, dass ich dir geholfen habe, Coulter zu erledigen. Bin froh, dass es sich ausgezahlt hat. Weißt du, was dich wirklich von ihm unterscheidet? Weshalb wir alle hinter dir stehen? Du warst bereit, für uns zu bluten. Du hast dein Leben riskiert, um uns in dieser beschissenen Welt voranzubringen. Und ob du es glaubst oder nicht, das bedeutet uns was. Was willst du wirklich? Ich verstehe dich. Ich weiß das zu schätzen. Du kannst mich nicht reinlegen. Was willst du? Okay, ich merk schon, du willst was. Also, was ist es? Ich mein's ernst. Ich hab keine Hintergedanken, Boss. Ich hab das wirklich ehrlich gemeint. Schätze, den nächsten Schritt bestimmst du. Jetzt, wo der Park wieder mit Strom versorgt ist, kannst du dir vielleicht einige alte Bereiche ansehen, die zuvor nicht zugänglich waren. Oder du machst mit Shank noch ein paar Commonwealth-Siedlungen platt, wenn noch welche übrig sind. Oh, natürlich kannst du auch Max oder Mason helfen. Die haben bestimmt viele Jobs, die erledigt werden müssen. Und was ist mit den Jüngern? Sarkastisch, legen wir los. Versprochene Kronkorken. Na, die Jünger? Was ist mit dem Rest der Jünger? Wenn sie überleben, werden sie es dir übel nehmen, dass du Nisha erledigt hast. Also halt die Augen nach ihnen offen. Ja, macht nichts. Die schießen mal um und dann passt das so. Auf jeden Fall legen wir los. Klingt nach jeder Menge Ärger für uns. Wir sollten also lieber anfangen. Dann ist es entschieden, Boss. Du gehst voraus und die Banden folgen dir. Da draußen warten eine Menge Kronkorken auf uns. Und solange du sie weiter ranschaffst, stehen wir hinter dir. Super. Oh, du hast die Unternehmer und das Rudel Da du die Unternehmer und das Rudel bevorzugt hast, erhältst du die Skills Unternehmer Ass und Alpha des Rudels. Super. Griff nach den Sternen. Oh, geht sich's aus? No, gerade nicht. Schade. Aber wir werden das Ganze jetzt mal sein lassen. Gage hat das geliebt, das ist schön. Wir werden das Ganze mal sein lassen, großer Hausputz, okay. Denn ich war hier schon mal soweit, vor ein paar Minuten. Und wenn wir auf die Karte schauen, sollen wir hier per Nuka Bahn wieder hier verschwinden. Das Problem bei mir ist nur, das Spiel hat sich aufgehängt und deshalb schleiche ich mich so. Ich bohrt mich per Schnellreise raus und gut ist. So, wir werden jetzt, da wir noch so viel Zeit haben, möchte ich gerne noch ein bisschen bauen. Und zwar in Sanctuary Hills. Zum einen möchte ich die Powerrüstung noch ein bisschen aufmotzen. Und zum anderen möchte ich gerne unseren Markt schön machen. Aber so wie es ausschaut, regnet es hier. Das heißt, schön ist, ja. Ja. Und so, ne? Das, ja.
Schön ist, ja. Regen kann aber auch schön sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Regen auch sehr gerne. Am liebsten in der Nacht. Wenn es so sanft regnet, ich kann da am besten einschlafen. Aber aus irgendwelchen Gründen muss ich mehrmals am Abend, also in der Nacht, aufs Klo gehen. Woran das wohl liegen könnte? Auf jeden Fall ist der Regen sehr entspannend. So. Hallo und herzlich willkommen im Regenguss. Ja, ich habe keine Ahnung, ob wir von dir was kaufen sollen. Ich will gerade nicht. Ich will bauen. Bauen. Ja, ich will bauen. Na. Was hast denn du jetzt gehabt, Findlein? Alles gut? Du hast es zu weit getrieben, General. Es gibt Dinge, über die kann ich nicht hinwegsehen. Dachte, ich kenne dich. Ich habe dir vertraut. Und dann hast du dich diesem Abschaum angeschlossen, der das Commonwealth ausplündert? Wovon redest du? Geht dich nichts an. Immer noch dein General. Halt die Klappe, wovon redest du? Wovon redest du überhaupt? Streit es doch nicht ab. Ich weiß, was du getan hast. Glaub nicht, dass die Minutemen zulassen, dass du noch mehr Elend ins Commonwealth bringst. Wenn wir dafür auf dich und deine neuen Freunde schießen müssen, dann ist das ebenso. Aber das liegt in deiner Hand. Du kannst es dir noch anders überlegen und was dafür tun, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Kann ich das in Ordnung bringen? Ich überleg's mir. Ich helfe den Raider nicht mehr. Komme nicht in die Quere. Kann ich das in Ordnung bringen? Kann ich die Sache zwischen uns irgendwie in Ordnung bringen? Nein, nicht nach all dem hier. Zum Wohle des Commonwealth hoffe ich, du überlegst es dir anders und wirst wieder zu dem General, den wir uns erhofft haben. Ich werde deine Befehle als loyaler Minuteman befolgen. Aber unsere Freundschaft ist vorbei. Oh. Ich kann dir nie wieder trauen. Ups. Das war dann nicht so schlau von mir. Ups. Das war nicht so schlau. Auf jeden Fall, wir bauen einen Marktstand. Ja, was soll man machen? Ist halt so. Strukturen, Möbel, Ressourcen, Läden. Ich wollte hier eigentlich eine Gastronomie bauen, genau. Kronkörkchen müssen wir genügend haben. Eine Bar. Weißt du, was die schaut toll aus, oder? Aber die schaut so neu aus. Die ist sehr teuer. Machen wir so. Machen wir so, oder? So. So. Ein Stückchen rein. So, ich glaube. Na, warte. So, vielleicht. Der ist sicher heute nur mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich weiß nicht, was er meint. Wir haben gar nichts gemacht. Oh. Oh je, das ist ziemlich weit drin. Das hat so anders ausgeschaut. So. Ach, warte. So. Scheiße. Jetzt haben wir die Minutemen sauer gemacht. Oh je. Oh oh. Naja, was soll's. So. Für die Powerrüstung war das so. So. Das schaut schon besser aus. Jetzt können wir das Café eröffnen, sozusagen. Wenn ich jemanden finde, der das machen möchte. Ich werde es Dogmeat überlassen. Na, Spaß. Spaß. Aber hier wird sich vielleicht noch was ausgehen, ha? Da. Da wäre es noch schön. Der Balken hier ist ein bisschen im Weg. Warte mal. Was wäre, wenn ich das hier hinstelle? So. Schaut das was gleich. Ja, können wir noch ein Stückchen. So. Warte. Na komm, wird gelb. Wird gelb. So, warte. So vielleicht. Wie schaut das aus? Ja. Eigentlich so, wie ich es haben wollte. Perfekt. Dann kann man hier noch durchgehen und da noch durchgehen und dann könnte ich hier noch was herbauen. Aber was? Eine Klinik, Kleidung. Was haben wir denn da eigentlich? Marktstand.
Ein ganz normaler Marktstand. Ich habe keine Ahnung, was das war. Produziert Sympathie. Verkäufer, denke ich, wird das sein. Gastronomie, ich würde sagen, die Klinik bauen wir noch hin, oder? So ein Arzt. Ist vielleicht nicht so schlecht. Da. So. Während dann hier mehr Leute dann irgendwann mal sind. Voll die Minion-Man beleidigt. Scheiße, das ärgert mich jetzt gerade doch ein bisschen. Wurscht. Sobald hier mehr Leute sind, können wir die ja hier einteilen. So. Was soll man denn machen für die Rüstung, ey? Da musst du ein bisschen Opfer bringen. Hallo. Jo, schau auf Anhieb gar nicht mal so schlecht hinbekommen. Vielleicht können wir hier noch ein Stück ran. So vielleicht. Ja, das geht. Ich glaube, das geht. Das schaut schon gar nicht mal so schlecht aus. Aber du bist da noch ein bisschen. So. So ist schon besser. Jo, das schaut gar nicht so schlecht aus, ehrlich. Wirklich wahr. Perfekt. Gut. Was noch? Was können wir noch bauen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was wir noch brauchen könnten. Herstellung. Ein Herd, Kochstation, Laborstation, eine Powerrüstung. Nuka-Mixer. Ja, sicher. Warum denn nicht? In ein Café gehört sowas doch auch rein, oder? Gibt's einen schöneren? Oder irgendwie was? Na, ist nur die Aufschrift anders, ne? Würde ich sagen, nehmen wir doch den, oder? So schön mittig. Der braucht sicher wieder Strom, aber das wird unsere geringste Sorge sein, oder? Brauchst du Strom? Dann können wir nämlich diese Nuka-Rezepte vielleicht auch einmal ausprobieren. Ja, Kotzi! Weißt du was, dich nehme mit. Dein Blau passt besser zu mir. Sehr freundlich, ich weiß. Sehr, sehr freundlich. Mm-hmm. Da wäre noch eine Lampe nicht schlecht, zumindest hier. Und dann brauche ich doch Strom. Ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir vielleicht schon hin, irgendwie. Das ist nur die Frage, wo ist jetzt diese eine Lampe, die mir so gut gefällt? Die war's, glaube ich. So. Passt. Die muss nur noch mit Strom versorgt werden. Stimmt. Stimmt. Muhaha. Boah, du stehst aber schief. Die müssen wir auch noch machen. Naja, fast. Okay, viel besser wird's nicht. So, ja, ungefähr. Stimmt, die wollte ich auch noch mit Strom versorgen. Ob das funktioniert? Ich bin da echt gespannt, ob das hinhaut. So, wie mache ich das jetzt ums Eck? Ich glaube... Warte mal ganz kurz. Nein, das wollte ich so nicht. Ich will den da... So. Warte. Geht das so? Ist das so schlau? Ich glaube, so geht's. So, dann will ich gerne nochmal so ein Teil haben. Ist da voll sauer auf uns. Ach, Schande. Das ärgert mich jetzt doch ein bisschen. So. Klappt das? Juhu, wir haben Glück. Es klappt. Und dann noch einen hierhin. So. Und dann noch einen sicherheitshalber. Dahin. So. Also verbinden. So. Und so. Jawohl. Das müsste jetzt genügend Strom sein. Jawohl. Die Lampe brennt. Sehr gut. Da könnte ich hier noch eine Lampe herbauen, damit das ganz besonders schön ausschaut. So. Jawohl. Spitze. Das schaut echt super aus. Sauber. Ja, das können wir echt so lassen. Gefällt mir. Schön. Was nun? Genau. Wir möchten, ich möchte. Ich will. Ich will, ich will. Kann man das? Kann man echt verbinden? Geht das so weit bis daher? Na.
enger zusammenstellen, dann klappt das schon. Zur Not bauen wir noch einmal so eine Straßenlaterne zusätzlich, wenn es nicht anders klappen sollte. Also wahrscheinlich eher so. Ich schätze mal so. Wie schaut es mit dem Haus aus? Ja, natürlich. Das habe ich nicht so schlau hin platziert. Komm mal her. Mhm, und drehen. So vielleicht? Ja, ungefähr. So, verbinden. Jawohl. Super. Das klappt schon mal. Haha. Hoho. Dann brauchen wir noch eine hübsche Straßenlaterne. Licht, so. Laterne für die Straße. E. Für die Straße E. Die war weiter unten, glaube ich, ne? Ziemlich am Anfang. Glaube ich. Das war die hier, ne? Ja. Ich würde sagen, ungefähr circa in etwa. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Millimeter genau so passt. Aber zumindest mal so probieren. Na komm. Zack, ich will Strom haben. So. Zack. Ja. Zack. Hier fehlt eine, definitiv. Definitiv. So. Ich würde sagen, so. Zack. Ich werde es dann noch ein bisschen nachstellen. So. Das selbstverständlich machen wir das. Weil, ja, das dachte ich mir schon, das passt noch nicht ganz. Die hier, ach so, ich stehe sowieso falsch. Komm her mal. Du musst sowieso hierher. So. Jetzt dürfte es besser sein. Besser. So. Auch da unten habe ich, glaube ich, einen Blödsinn gemacht. Mit, na, schaut nicht so schlecht aus. Ist doch kein Blödsinn passiert. Noch nicht. Oh. So. Und hierhin. Aha, warum nicht? Warum denn nicht, Schnuckiputz? Dann nehmen wir dich halt noch ein bisschen mit. So. Vielleicht doch so lieber. Wie stehst denn du eigentlich? Warte mal, ich muss dich mal zuerst hinstellen. Warte, so. Wie stehst du? Ja, 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 ja. Geht er nicht? Oder ist es zu weit auseinander wahrscheinlich, ne? Halt. Dann komm du mal mit. Dann stellen wir dich einfach so dahin. So, passt das so von da? Na, überhaupt nicht. Jetzt aber. So, schon eher. Freilich zu 100% perfekt ist das jetzt nicht. Aber ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Jetzt könnten wir aber probieren, die noch ein bisschen, die ist schon ein bisschen zu nah, oder? So, vielleicht noch ein bisschen, wenn es geht. Da wird sie schon. Da ärgert da, dann hier hin. So, Strom, ja. Dann hier vielleicht noch eine neue. Circa in etwa. Naja, okay. Okay, könnt ihr nachstellen. Die hier. Wohl dann eher so. Und noch ein bisschen. War das jetzt richtig? Ungefähr. So vielleicht. Aha, zu weit weg. Noch ein Stück. Komm her, Schnucki. Na, würdest du? Ich kümmere mich drum. Ja. Tut mir leid. Verstehe. Was ist denn? Hä? Okay. Hä? Hör auf. Nein, ich will das haben. Und das. Ja, Piper. Servus. So, mal da hinstellen und jetzt müsste aber funktionieren, oder? Immer noch nicht. Warum? Warum willst denn du nicht? Du komische Straßenlaterne. So, jetzt aber. Jetzt aber. So, da
Tada! Sauber. Dann die nächste. Wie stehst du? So wäre gut. Mal schauen, ob sie hier schon Platz hat. Aber ich denke nicht wirklich. Das wird wahrscheinlich... Das wird auch zu lang sein. Ja. Brauche ich gar nicht schauen. Das ist definitiv zu lang. Und vielleicht hier, wenn wir sie hier hinstellen. Es soll ja auch ein bisschen hübsch ausschauen. Wenigstens ein bisschen. So. Sie ist ja halt schon sehr nah. Unkraut. Wenn ich dich jetzt da herstelle. So. Und wenn ich dich da jetzt da hinstelle. Und noch obendrein ein bisschen drehe. Ja, dann schaut es besser aus. So. Ja. Gut, dann die nächste. Dürfte ungefähr so passen. Wenn es gut läuft, würde ich sie gerne hier hinstellen. Ich stelle jetzt einfach mal ein paar auf. So. Wupp, 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 wupp. Level up erreicht. Super. Super. Super, 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 duper, duper. So, dann hier noch. Dann würde ich sagen, hier noch. So. Dann hier von mir aus noch. Dann hier noch. Ich stelle jetzt einfach mal so ein paar auf, ne? Und das passt schon so. So. Nur einfach mal so. Ich weiß, Energie werden wir zu wenig haben, fürchte ich. Aber das werden wir schon hinkriegen. So, nehmen wir gleich mit. Ist zu weit, sehe ich jetzt schon. Ja, viel zu weit. Viel zu weit. So, komm mit, Schnucki. Ich setze mal hier ab. So. Jetzt müsste passen. Ja. So, Klipsel. Jawohl. Problem ist, ob es wenigstens darauf geht, aber ich denke auch nicht, das wird. Na, das ist auch schon zu weit. Jo, viel zu weit. Da können wir noch einen dazwischen. Oder ich probiere es einfach mal mit so. Schaut immer noch nicht gut aus. Na, immer noch zu weit weg. So. Vielleicht so. Ah, die ist jetzt schon fast zu nah. Zu nah. Viel zu nah. Würdest du Clips machen? Clips, 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 Clips. Clips. Jetzt. Das ist ein bisschen zu nah. So. So. Ja. Gut. Dann werden wir hier definitiv einen brauchen. Um die Ecke. Um die Ecke ist gut. Um die Kurve. Die Kurve. So. Also hier. Und zack. So. Und so. Ich sollte die Powerrüstung ausziehen, während ich baue. Um Fusionskerne zu sparen. So, verknüpfen wir die einfach mal. Ich glaube, für da drüben reicht es nicht mehr. Nein. Da müssen wir hier nach. Aha. Dann vielleicht so. Den hier vielleicht noch ein Stück hier rüber. Aha, schon zu weit. Hier. Hier ist gut. Dann kann der auch noch schnell ein bisschen rüber. Vielleicht so. Jetzt vielleicht. Anu, so. Sauber. Und das letzte. Hier rüber. So. Um die Abstände im gleichen Dingens zu haben. Warte mal kurz, ich brauche auch noch Strom. Warte, das werden wir hier verbinden. So.
Leuchten sie? Okay, die Energie ist zu wenig. Sehe ich schon. Ja, ja. Das macht aber nichts. Wir haben, glaube ich, hier noch das hier. Aha. Wie schließe ich dich denn jetzt an? Das tun wir mal weg. Klappt so nicht, weil ich dich ein bisschen darüber stellen muss. So. Aber jetzt vielleicht. Gut, aber es reicht halt natürlich noch nicht. Das ist ganz klar. Das bedeutet, ich will ihn halt nur nicht verschwenden, weißt du? Das geht's mir. Energie. Wir brauchen einen Generator. Der wäre halt nicht schlecht. Der Gang, der würde echt gehen. Na, der geht nicht, weil mir Wissenschaftsstufe 4 fehlt. Ganz ehrlich. Wie schaut es mit den Skillpunkten aus? Wir haben jetzt 2. Wartet mal ganz kurz. Auf T. Auf den T. So. Wissenschaft. Wo habe ich denn das schon wieder? Bist du? Du bist der Waffenfreak. Na ja, ja. Du bist Wissenschaft? Nein, Rüstmeister. Hacker. Schloss von der Knacker. Wiederverwerter. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Wissenschaft. Ah, da bräuchte ich nur einen. Ja, das nehmen wir aber gern. Dann nehme ich den gerne und ich werde den Wiederverwerter nehmen. Ja, machen wir einfach mal so. Auf die Raider verzichte ich gerade momentan mal. Bin ich ganz schier, ich weiß. Jetzt habe ich schon solche Scheiße gebaut. Und jetzt verzichte ich auf die Raider. Wie kann ich nur? Dafür dürfen wir jetzt normalerweise den hier bauen. Das schaut halt wieder aus, ne? Ich wollte ihn eigentlich da hinten verstecken. Hinter, also da. Dass man den nicht gleich sieht. Wie gehört denn der am besten? Oh, der ist mit Fusionskern. Da müssen wir sicher einen Fusionskern einbauen. Ich hoffe, ich habe noch welche. Schaut das nicht schier aus? Da wäre es hier gleich besser, ne? Ja, so ist besser. Dann kann ich den da, ja, verschrotten. Aber wobei, ich glaube, das Windrad werden wir trotzdem lassen. Das ist so schön leise. Und das funktioniert. Passt. Wunderschön. Die haben jetzt mehr als genug Strom. Streng gesehen könnte man denn die anderen Generatoren wegschmeißen. Jo, streng gesehen. Super. Es leuchtet alles. Mei, ist das schön. Ich könnte noch ein bisschen... Stimmt, ja. Das wollte ich auch noch machen. Und zwar will ich jetzt die Abstände hier optimal machen. Optimal. Optimaler, gleichmäßiger Abstand, damit das Ganze noch schöner ausschaut. Aber ich glaube, so irgendwie so ein bisschen hübsch ist das, glaube ich, schon. Also mir gefällt es gut. Ein bisschen hübsch. Nur ein bisschen hübsch. Na, ich glaube, das ist schon schön. Ich glaube, das ist schon toll hier. Servus, Grandschirm. Ich glaube, das ist schon toll hier. Ich glaube, das schaut schon fesch aus. Brauche ich, glaube ich, gar nicht viel umstellen. Schaut jetzt schon toll aus. Allerdings, hier gefällt mir noch was nicht. So. Und zwar Schutz. Nur damit es optisch für mich schön ausschaut. Ja, ich bin halt so. Ich möchte, dass hier auch sowas draufsteht. Ich krieg's tatsächlich hin. Ich glaube, ich bin. Krieg's hin. Ich krieg's irgendwie hin. Irgendwie. Irgendwie klappt das. So. Yes. Und was hier noch fehlt, ist eine Treppe. Die war hier. Die war... Nein, die war nochmals... Oder doch? Nein, die war hier, glaube ich. Und zwar eine kleine. Die hier. Die möchte ich gern haben. Die hätte ich gern hier dabei. Ich würde sagen so. Und da drüben dasselbe. So, das schaut ja nicht so schlecht aus, finde ich. Das ärgert mich gerade. Ups. Mir ärgert das gerade echt, dass ich... ich meine, war eh logisch, ne? Wie soll es denn anders gehen?
Sollen wir hier Lasergeschütztürme hinbauen? Strom haben wir eh genug. Kann ich sie noch bauen? Haben wir noch genügend Zeugs? Was fällt hier? Waffenfreak. Scheiße, hätte ich den nehmen sollen. Schwer, Raketengeschütztürme. Gut. Also, wie viel Schutz bieten die? 15. Okay, mit dem ein bisschen mehr. Ich würde das gerne umtauschen. Ich verwerte dich aber. So. Du kriegst kaum die Materialien zurück, glaube ich, ne? Alles wurscht. Wir haben so viel gelumpert. So, warte. So. Sauber. Jetzt können wir dich da so verbinden. So, ja. Jawohl. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir hier auf alle diese Sockeln hier so ein Laserdingens bauen sollten. Oder zumindest auf einige. So. Und die natürlich miteinander verbinden sollte. So. Hier ums Eck wäre auch einer nicht schlecht. Den werde ich auch gleich verwerten. Jupp, da kommt auch so ein Laser her. Dann ist Sanctuary Hills normalerweise sicher wie in Abrahams Schoß. Aber mit ihm, das ärgert mich echt. Ich wollte sie mit ihm nicht verscherzen, verflixt und zugenäht. So. Das wollte ich echt nicht. Mist. Bist du eigentlich Laser? Nein, normaler Geschützturm. Da wäre es gut, dich mitzunehmen. Wenn es ginge, würde ich dich gerne hier drauf stellen, ehrlich gesagt. Aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Ach so, das geht sowieso gerade nicht, weil der da herumzickt. Aber hier wird es gehen, ne? So. So ein bisschen geschützt. So vielleicht. Ein bisschen geschützt, ist gut gesagt. Er hat überhaupt keinen Schutz eigentlich. Aber ist ja wurscht. Und hier nochmal so ein Laser. Laser. Ja, Laser. Schützdümchen, ich würde sagen, so. Dann können die Biester schon kommen. Die werden einfach mal umgeballert. Da wären Strommasten nicht schlecht. Das schaut schier aus. So. So was wie das, so ein kleiner, wenigstens nur hier so. So als Zwischenverbindung. Ein Kabel. So. So. Ja, das schaut hübsch aus. Und da halt nochmal einer, wäre nicht schlecht, ne? Boah. Also die können dann schon kommen, die Gegner. Die werden einfach mal weggeballert. Habe ich Material? Jo, geht noch. Glasfaseroptik geht jetzt zwar langsam zur Neige, aber geht schon noch. So, wie stehst du? So musst du stehen. So müsstest du stehen. So. Jetzt sieht das aus. Boah. Schaut eigentlich auch hässlich aus, ne? Also nochmal so einen komischen Dingens nochmal her. So. So ein Ding. Komm her, du Ding. Ich will den Kabel. So. Jetzt bin ich halbwegs zufrieden. Na, nein, nicht einpacken. Jetzt bin ich so einigermaßen zufrieden. Da ist jetzt echt 152 Schutz. Ja, das müsste reichen. Aber hier haben wir halt nichts, ne? Hier haben wir irgendwie gar nichts. Oh, ruck. Na. Na, um Gottes Willen, was machst du denn da? So. Ich wollte den eigentlich hier hinstellen noch. So ums Eck. So. Aus einem bestimmten Grund, weil ich hier den Kabel versuchen wollte herzuziehen. Na, komm. Ja. Ja. Nur kurz mal. Und den wollte ich jetzt ein bisschen nachstellen. Ungefähr hier so rauf. Oder hier nebenhin, so. Genau. Ich verschrott mal wieder. So, ja. So, ja, soll das. Ja, genau. So ein Stück zurück. Stehen kann er so nicht wirklich gut, ich weiß.
Schaut ein bisschen komisch aus. So. Oh, der Part ist zu Ende. Jedenfalls so mal, ne? Mehr als genügend Schutz. Vielleicht doch noch ein kleines Stück. Na, ich weiß nicht. Vielleicht doch noch ein kleines Stück zurück. So vielleicht. So. Und dann wollte ich hierauf noch so versteckt, so hinter dem Bäumchen, noch einen, der in die Richtung zielt. Beziehungsweise wäre es schon schlauer, wenn ich einfach hier weitermache. Einfach da so versteckt, hier so, pschum, dann wird schon gehen. Aber nehmen wir heute. Nein, heute nicht mehr. Sauber. Kann man echt nur sagen, sauber. Es wird, es läuft. Jetzt können wir die Lichter bewundern. Es wird Nacht. Das machen wir noch ganz, ganz kurz. Schau mal. Schaut das nicht super aus? Ich finde, es schaut richtig super aus, oder? Also mir gefällt es sehr gut. Und wir haben immer noch, das Schöne ist, wir haben immer noch genügend freien Platz, um was herzubauen. Das ist das, was mich am meisten freuen tut. Ja. Aber ich weiß immer noch nicht, wo das Klo ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo hier das Klo ist zum Bauen. Ich dachte nämlich wirklich, das wäre bei der Scheune dabei. Ich habe mir es echt eingebildet. Ich dachte auch, dass es hier dabei sein müsste. Aber irgendwie finde ich es nicht an. Keine Ahnung. Es sollten eigentlich ein paar Wände sein. Nur ein paar kleine Wände, dass du ein Scheißhaus halt bauen kannst, ne? Aber irgendwie ist da nix. Und mit nix meine ich wirklich nix. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, ich finde unser schönes Dörfchen hier wird immer hübscher. Mir gefällt es richtig, richtig gut hier. Wir könnten theoretisch die Frucht wieder hier hin pflanzen, aber ich glaube, so als Hecke schaut es besser aus, glaube ich. Können wir nämlich auch noch ein paar Pflänzchen hinklatschen, dann ist ein bisschen grün noch hier. Na, das schaut schon nicht so schlecht aus, finde ich. Ich glaube, das schaut nicht schlecht aus. Fein. Ja. Also, bist du bereit, loszuziehen? Herzchen, nicht jetzt. Es tut mir sehr leid. Später jetzt mal wieder vielleicht. Wie du meinst. Hab dich lieb, Schnucki. Na gut. Schnell mal abgefrühstückt, so muss das ausschauen. Na gut. Es wird Abend, es ist schön. Der Part ist zu Ende. Nochmal von vorn erzählt, ich weiß. Es gefällt mir einfach so gut. So schön hier. Schau mal die Lichter. Ach, wie toll. Ach, wie schön. Ich freue mich. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!